Einfach drauf loswohnen und wohlfühlen mit Möbeln vom Möbelzentrum Großräschen. Massenweise Ausstellungsstücke bis zu 72% radikal reduziert. Egal ob Garnituren, Wohnwände, TV-Sessel, Schlafzimmer, Boxspringbetten, Esszimmer und vielen mehr. Nur jetzt zu absoluten Sonderpreisen. Und die Möbel sind schnell verfügbar. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Weiterhin gibt es auf Möbelneubestellungen bis zu 30% Rabatt, auf neue Küchen sogar 50% Aktionsrabatt und auf Wunsch natürlich die 0% Finanzierung und Gratislieferung. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 10. Juni. Wir starten unsere Sendung mit Neuigkeiten vom Tage. Der Freistaat Sachsen unterstützt auch weiterhin die von der Corona-Krise betroffenen Einrichtungen. So ist jetzt ein entsprechendes Hilfspaket für die Kultur- und Tourismusbranche bereitgestellt worden. Der Freistaat Sachsen stellt rund 68 Millionen Euro für Kultur und Tourismus bereit. Profitieren von der Hilfe sollen die stark von der Corona-Pandemie betroffenen Einrichtungen und Akteure. Das geht aus einer Mitteilung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultur und Tourismus hervor. Den größten Baustein bildet dabei ein umfassendes Paket für freie Kultureinrichtungen. So erhalten beispielsweise die Kulturstiftungen des Freistaates 7 Millionen Euro für ihr Stipendienprogramm Denkzeit. Das Hilfsprogramm richtet sich vor allem an freie Künstler, die von anderen Hilfen bislang nicht profitieren konnten. In den vergangenen Jahrzehnten haben unzählige Menschen in Sachsen ein Netz an kulturellen und touristischen Attraktionen aufgebaut, das in seiner Dichte auch bundesweit einmalig sei und erhalten werden muss, begründet Kulturministerin Barbara Klepsch die Entscheidung. Die Bombardier-Beschäftigten in Bautzen und Görlitz sollen schon wieder Einsparungen hinnehmen. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilt, sollen sie 2,5 Jahre lang auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie auf Tariferhöhungen verzichten. Damit wolle das Management Bombardier wettbewerbsfähiger machen. Die IG Metall werde sich Gesprächen nicht verweigern, so Olivia Höbel, der für die Gewerkschaft im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt. Einschnitte in die tarifliche Bezahlung werde man jedoch nicht hinnehmen. Empört reagiert der CDU-Landtagsabgeordnete Marco Schiemann. Was soll man einer Konzernspitze noch glauben, die von einem halben Jahr in Bautzen versicherte, dass es keine weiteren Kürzungen geben wird, so der CDU-Mann. Für die im Kamenzer Stadtteil Brauna geplante freie Alternativschule gibt es noch immer keine Planungssicherheit. Der für die jüngste Stadtratssitzung vorgesehene Beschluss über eine Stellungnahme zu dem Vorhaben wurde nicht gefasst. Stattdessen erfolgte eine Behandlung im nicht öffentlichen Teil. Über die Ergebnisse gibt die Stadtverwaltung auch auf Anfrage keine Auskunft. Selbst die Schulinitiative als Hauptbetroffener wurde bislang nicht informiert. Sie setzt ihre Hoffnungen jetzt auf das Landratsamt als Herr des Genehmigungsverfahrens. Dieses kann die fehlende Stellungnahme der Stadt ersetzen. Das Senftenberger Erlebnisbad öffnet ab Samstag wieder für den Besucherverkehr. Da aktuell kein Vereins- und Schulschwimmen stattfinden kann, gelten die verlängerten Ferienöffnungszeiten, heißt es dazu aus dem Rathaus.
Das Bad ist jeweils von Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Des Weiteren weist die Stadt darauf hin, dass bis zum Betreten der Umkleidekabine ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Beim Einlass sind zudem die Kontaktdaten zu hinterlegen und die Duschen dürfen von maximal 2 Personen gleichzeitig benutzt werden. In unserer neuen Ausgabe von Tierisches aus der Lausitz waren wir zu Besuch im Hoyerswerda Zoo. Hier dreht sich heute alles um das Thema Katzen. Um welche genau erfahren Sie jetzt? Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vor über einem Jahr wurde mit dem Bau der neuen Leopardenanlage im Zoo Hoyerswerda begonnen. Am 25. Mai wurde diese offiziell eröffnet. Das haben wir als Anlass gesehen, um für die neue Ausgabe von Tierisches uns mal zu den Raubkatzen zu begeben. Wie viele Leoparden leben denn hier im Zoo Hoyerswerda? Also wir haben ja jetzt hier die China-Leoparden. Das ist halt eine relativ seltene Art. Also da gibt es auch nur so um die 100 in Zoos. Wir haben jetzt aktuell hier 3 Tiere. Das ist was ganz Neues, denn das Jungtier ist erst vor kurzem geboren. Also wir haben Nachwuchs. Und das ist ganz schön. Ansonsten haben wir natürlich die 2. Hier den San und noch drüben mit dem Jungtier die Baobao. Leoparden stammen bekanntlich nicht aus Europa. Wo sind die Vierbeiner zu Hause? Also Leoparden gibt es auf verschiedenen Kontinenten. Zum einen natürlich in Afrika. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die chinesischen Leoparden. Das heißt, die kommen aus Asien. Da gibt es allerdings auch verschiedene Unterarten wieder. Wir haben jetzt die nördliche Verbreitung. Also die kommen so aus Nordchina bis Mittelchina. Wie alt werden Leoparden im Durchschnitt, wenn sie in Zoos leben? Also, ja, in der Natur natürlich nie so alt wie im Zoo. Man sagt so 20 bis 22 können so Leoparden schon werden. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, er ist auch schon 13. Ja. Hoffen wir natürlich, dass er uns auch noch lange halten bleibt und noch viele Nachwuchs produziert. Ja. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Anlage gebaut. Was hat das neue Gehege alles zu bieten? Also im Gegensatz zur alten Anlage kann man natürlich sagen, dass sie vor allem nach oben hin viel höher ist. Das heißt, wir haben viel mehr Klettermöglichkeiten. Auch die Höhlen sind neu, die hatten sie vorher nicht so. Und natürlich, gerade die Grünfläche ist natürlich auch ganz schön. Also man sieht es ja, er lümmelt da oben im Gras rum. Das findet er auch ganz toll. Raubkatzen sind ja bekanntlich Fleischfresser. Was wird den Tieren hier im Zoo aufgetischt? Also bei uns bekommen sie hauptsächlich Rindfleisch. Also man sagt so für einen männlichen, also für einen Kater so um die 2 bis 3 Kilo am Tag Rindfleisch mit Knochen. Ab und zu gibt es natürlich auch mal Futtertiere wie Hühnchen, Kaninchen, Meerschweinchen. Also alles an kleinen Feldtieren und Hühnern. Man muss dazu aber sagen, die haben auch 2-mal die Woche Fasttag. Also die bekommen nicht jeden Tag was zu fressen. Das ist in der Natur auch so. Der Leopard macht ja nicht jeden Tag Beute. Also sie sind da eigentlich von der Verdauung auch gut dran angepasst. Deswegen gibt es 2-mal die Woche bei uns nichts zu fressen. Zum Jagen von Beute erreichen Raubkatzen eine ziemlich hohe Geschwindigkeit, oder? Also Leoparden sind nicht unbedingt die schnellsten. Das ist nicht wie ein Gepard, der kann wirklich schnelle Strecken rennen. Die Leoparden sind eher Lauerjäger, die rennen nur kurze Strecken und springen dann eher auf die Beute zu. Können natürlich dafür sehr gut klettern. Also die sind auch in den Bäumen unterwegs, das ist halt die Besonderheit bei den Leoparden. Wie verhalten sich Leoparden untereinander? Also Leoparden sind ja Einzelgänger. Das heißt, die Männchen haben ein recht großes Revier, so man sagt so um die 50 Quadratkilometer groß. Die Weibchen eher kleinere Reviere, wobei sich bei den Weibchen die Reviere auch überlappen. Also die begegnen sich in der Natur auch öfters mal als jetzt ein Männchen mit anderen Männchen. Und ja, sie sind eigentlich nur zur Paarungszeit zusammen. Das heißt, die Mütter ziehen auch die Jungtiere selber groß, die dann irgendwann auch ihre Wege ziehen. Und wie lange müssen Mutter und Jungtier jetzt beisammen bleiben? Also das bleibt jetzt erstmal eine ganze Weile noch dabei. Also man sagt so wenigstens 15 Monate soll das dann bei der Baobao bleiben. Und dann sucht man natürlich irgendwann zwecks des Erhaltungszuchtprogramms. Also da gibt es wirklich einen Zuchtbuchführer, der dann sagt, wo die Tiere dann irgendwann mit anderen wieder zusammengeführt werden. Also irgendwann wird er uns dann wohl verlassen. Die nächste Ausgabe von Tierisches haben wir dann in 2 Wochen für Sie. Übrigens können Sie diesen Beitrag und alle bisherigen Folgen von Tierisches jederzeit auf unserem YouTube-Kanal Lausitz Zeitgeschehen ansehen. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos. Ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de.
Wir haben jetzt noch einmal Meldungen vom Tage. Anschließend machen wir eine kurze Pause und danach sind wir mit den Meldungen aus dem Polizeibericht für Sie zurück. Dranbleiben lohnt sich also. Das Stadtfest in Bischofswerda wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Um das traditionelle Fest trotz der Corona-bedingten Einschränkungen zu retten, setzen die Organisatoren nun auf eine neue Form, das sogenannte Stadtfest 3.0 im Homeoffice. Wenn die Bischofswerda schon nicht zum Feiern in die Stadt kommen dürfen, bringt man das Stadtfest eben zu ihnen nach Hause, so Sascha Hache aus dem Oberbürgermeisterbüro. Ermöglicht wird das über einen YouTube-Livestream im Internet. Auch Lausitzwelle Fernsehen wird die komplette Veranstaltung live im Kabelnetz und über DVB-T2, Kanal 27 sowie auf der Sender-Homepage übertragen. Was den Besucher im Fernsehsessel konkret erwartet, erfahren Sie morgen zur gleichen Zeit in unserer Drehscheibe Lausitz. Das Wahlbüro zur Oberbürgermeisterwahl 2020 der Stadt Hoyerswerda ist ab sofort für den Bürgerverkehr geöffnet. Die Einrichtung befindet sich im neuen Rathaus der Zusestadt in der Frenzelstraße. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Die Mitarbeiter des Wahlbüros stehen montags und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie dienstags bis 16 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr für Anliegen zur Verfügung, heißt es dazu weiter. Auch die sogenannten Unterstützungsunterschriften für Einzelbewerber zur OB-Wahl sind dort zu leisten. Für die diesjährigen Zittauer Filmnächte werden noch Helfer gesucht. Das geht aus einer Mitteilung der Hillerschen Villa hervor. Diese lädt in diesem Jahr unter dem Motto für Tagträumer und Nachtschwärmer zu 38 Filmveranstaltungen, 8 Konzerten und einem Poetry Slam Abend auf die Freilichtbühne in der Weinau ein. Um die Filmvorführungen und Konzepte personell abzusichern, suchen die Veranstalter Helfer, die beim Ausschank von Getränken, am Einlass, beim Auf- und Abbau oder als Ordner helfen. Als Dankeschön erhalten diese eine Freikarte für die Freilichtbühne. Die Filmnächte finden in diesem Jahr vom 26. Juni bis zum 26. August statt. Anmeldungen sind per E-Mail an k.lorenz@hillerschevilla.de möglich. Am Bautzener Kupferhammer ist ein kleiner Wohnpark entstanden. In unmittelbarer Nähe der gleichnamigen früheren Industrieanlage hat ein Investor 2 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohnungen errichtet. Der Kupferhammer selbst wurde bereits 2015 vom gleichen Investor saniert und zum Wohnhaus umgebaut. Der Name geht auf die seit 1544 nachgewiesene Kupferverarbeitung in Bautzen zurück. Von 1933 bis 1945 inhaftierten die Nationalsozialisten hier politische Gegner. Zu DDR-Zeiten diente der Kupferhammer der Polizei als Sportstätte, später stand er lange Zeit leer. Am Bautzener Kupferhammer ist ein kleiner Wohnpark entstanden. In unmittelbarer Nähe der gleichnamigen früheren Industrieanlage hat ein Investor 2 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohnungen errichtet. Der Kupferhammer selbst wurde bereits 2015 vom gleichen Investor saniert und zum Wohnhaus umgebaut. Der Name geht auf die seit 1544 nachgewiesene Kupferverarbeitung in Bautzen zurück. Von 1933 bis 1945 inhaftierten die Nationalsozialisten hier politische Gegner. Zu DDR-Zeiten diente der Kupferhammer der Polizei als Sportstätte, später stand er lange Zeit leer. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Eine Wohnung mit Badelandschaft zum Verlieben. Für Sie umgebaut. Eine 3-zu-1-Zweiraumwohnung. Das geräumige Bad mit Badewanne und Dusche bietet zudem immer noch genügend Freiraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy. Knobi, Knobi und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht und ich bleib dabei.
Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Knobi Vital. Hey, liebe Durchhalter. Bleibt stark da draußen. Das sind schon ziemlich krasse Zeiten im Moment. Man will das schützen, was man am meisten liebt. Man ist berufstätig und Mutter und sowieso auch noch Lehrerin. Ich klatsch mich mit meinem Mann mittlerweile nur noch an der Haustür ab. Wir alle müssen uns ganz schön anpassen. Schon was anderes, wenn man dem Kunden mit Maske entgegentritt. Aber dennoch kommt man sich näher. Das ist schon verrückt. Wir krempeln alle die Ärmel hoch. So wie auf unserer Spendenplattform. Für Lieblingsvereine. Und soziale Projekte. Aber viele machen sich jetzt Gedanken, wie es weitergehen soll. Wir kümmern uns. Kredite können wir anpassen. Die Tilgung aussetzen. Und auch Raten halbieren. Jetzt nicht schlapp machen. Oder muss man halt ein bisschen breiter lächeln. Das kriegen wir hin. Gemeinsam dadurch. Wie versprochen geht es bei uns im Programm weiter mit den wichtigsten Nachrichten aus dem Polizeibericht. Danach gibt es wie gewohnt ein geschichtliches Ereignis aus der Region und die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in Weißenberg. Beim Abbiegen prallte ein 65-jähriger BMW-Fahrer mit einem ihn entgegenkommenden Mitsubishi zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz nahm die Ermittlungen auf. Ebenfalls zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf der S121 bei Horscha. Aus bislang unklarer Ursache kam der Fahrer eines Audis in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Anschließend überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Aufprall erlitt der 18-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Hinzugezogene Kameraden der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Auto. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 35.000 Euro. Die Startstraße war während der Rettungsarbeiten für etwa 2,5 Stunden gesperrt. Zu einem Brand kam es am Dienstagnachmittag im Nebelschützer Ortsteil Wendisch-Baselitz. Aus bislang unbekannter Ursache fing ein Blechschuppen Feuer. Kameraden der umliegenden Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen. Brandstiftung kann laut Polizeidirektion nicht ausgeschlossen werden. Ein Brandursachenermittler hat erste Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Einen Einbrecher hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen auf frischer Tat ertappt. Der 46-Jährige machte sich an einem Garten an der Paul-Keller-Straße zu schaffen. Zeugen bemerkten dies und informierten die Beamten. Der 46-Jährige stand unter Drogen. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Ordnungshüter nahmen den Mann vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Die Sanierung der Teerteiche in Lauter ist am 10. Juni 2005 offiziell beendet worden. 3 Jahre lang wurden auf dem 9 Hektar großen Gelände die giftigen Hinterlassenschaften des ehemaligen Aluminiumwerkes abgetragen und entsorgt. Mit 16 Millionen Euro war die Sanierung 4 Millionen Euro teurer als geplant. Grund dafür, die Fläche der Verunreinigung war doch wesentlich größer und tiefer, als die Vorabuntersuchungen vermuten ließen. Mehr als 60.000 Tonnen Teere und teerähnliche Stoffe, 14.000 Tonnen Bauschutt und 160 Tonnen kontaminierte Böden mussten abgetragen und entsorgt werden. Mit der Beendigung der Arbeiten konnten auch die angrenzenden Bewohner wieder aufatmen. Die Geruchsbelästigung, die durch die Abfälle ausging, stank nämlich im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Himmel. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
Nachts ist es wechselnd bewölkt, es gibt einzelne Schauer bei 12 Grad. Am Donnerstag zunächst etwas Regen, später ein Mix aus etwas Sonne und vielen Wolken, dabei Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad. Am Freitag ist es heiter, weitgehend trocken und es werden sommerliche 28 Grad erreicht. Und am Samstag sehr unbeständig, zunehmend schwülwarm bei 31 Grad, dabei zugleich ansteigende Gewitterneigung, örtlich Unwettergefahr. Das war die Drehscheibe vom Mittwoch. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Wir sind dann mit unserer Drehscheibe Lausitz morgen zur gewohnten Zeit wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.